Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spiritfarer. In der letzten Folge sind wir hier mitten im Meer stehen geblieben, weil wir Koordinaten zu einem Schatz gefunden hatten, den wir hier an den kleinen süßen Felsen auch gehoben haben. Und wir haben hier noch zwei Ausrufezeichen, die wir natürlich nicht übergehen möchten. Stella. Ich finde, wir sollten ein großes Abendessen für alle an Bord veranstalten. Das ist kein Scherz. Nun ja, nicht für alle. Nur für ein paar, vielleicht. Ich glaube, das würde die Stimmung heben. Sagen wir drei deiner Lieblingsgäste. Du solltest sie einladen und sie fragen, was sie gern essen würden. Was hältst du davon? Ja, recht viel, würde ich sagen. Das ist doch eine äußerst gute Idee. So, und was haben wir hier oben? Ach, er, Bambina. Das ist perfekt. Einen derart noblen Salon hätte ich mir nicht mal im Traum erhofft. Ich kann es kaum erwarten, meine Füße auf dem Sofa hochzulegen. Hey, Erdnüsschen, kann ich dir einen Drink mixen? Oh, komm schon, du weißt, dass du einen möchtest. Mit einem winzig kleinen Schuss Wodka. Dann wenigstens einen Caesar ohne Alkohol? Wirklich? Gar nichts? War, na schön, wie du willst. Aber wenn du nichts dagegen hast, gönne ich mir jetzt einen kleinen Muntermacher. Verstehst du, was ich meine? Ach ja, falsches Publikum. Ciao, ciao. Ja, gut. Seine Anfrage haben wir erfüllt. Und dann gucken wir doch mal. Das hier ist der neue Aufenthaltsraum, den wir in der letzten Folge gebaut haben. Und ja, hier ist ein Sofa. Äußerst gemütlich. Und Musik. Oh, wir können hier die verschiedenen Themen einstellen. Okay, cool. Und hier ist eine Bar, beziehungsweise wir können natürlich nur aus der Tür raus, aber okay, das ist doch äußerst schön. Die große Preisfrage ist jetzt natürlich, was haben wir noch zu tun? Denn ich hab's mal wieder vergessen, wie immer. Okay, also, Bruce und Mickey wollen ein aufgewertetes Haus haben. Genau, Gäste zum Abendessen einladen, dann müssen wir Gustavs Haus noch aufwerten, eine Schmiede bauen und Beverlys Bauernhaus bauen. Okay. Was brauchen wir denn für das ganze Zeug? Ich glaube, die Schmiede können wir noch gar nicht. Dafür brauchen wir die nächste Erweiterung für das Reisbrett. Wir brauchen für Beverlys Bauernhaus wirklich nur Ahornbretter? Okay, das ist schon fast lächerlich wenig. Aber okay, ich beschwere mich nicht. Und aufwerten. Hier, was brauchen wir? Eine Bronzeplatte, Eisenbarren, Kristall, Glasplatte. Okay. Okay und okay. Aber wir kennen die Rezepte sowieso. Also, wir wissen zumindest nicht, was wir damit bauen. Wir wissen, was wir brauchen, aber nicht, was daraus wird. Okay, schön. Durchsichtige Glasplatte, Messingplatte. Durchsichtige Glasplatte, Silberbarren, Seidenstoff. Gut. Oder auch nicht gut. Ja. Ja. Okay. Hatten wir nicht auch in der letzten Folge noch eine Aufwertung gefunden? Ja, ne? Hier. Okay. Wir brauchen Aluminiumbarren und Ahornbretter. Also wir brauchen jede Menge Ahornbretter und Aluminiumbarren. Abgeführten Blitz haben wir noch mehr als genug. Okay. Dann würde ich sagen, verbinden wir mal wieder das Nützliche mit dem Schönen. Und zwar setzen wir uns ein neues Ziel. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Haben wir irgendwas noch nicht aufgedecktes? Was ist hier? Overbrook. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon diese Mauer hier quasi passieren können. Wir versuchen es einfach mal. Ja, wir versuchen es einfach mal. Das ist doch eine gute Idee. Und auf dem Weg können wir dann natürlich Ahornbretter ohne Ende. Und ja. Falls wir die Rohstoffe haben, auch Aluminiumware herstellen. So. Thank you.
Ich bin gespannt, was diese Aufwertung für das Sägewerk mit sich bringt, ehrlich gesagt. Ob das dann schneller geht oder ob wir einfach noch andere Sachen herstellen können. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es dann hier eine Art Automatismus. Das wäre cool, wenn man das nicht immer händisch hier machen müsste, sondern einfach, ja, produzieren lassen könnte. Das wäre richtig cool. Aha. Und ich sehe schon, wir kommen immer noch nicht durch die Wand. Scheinbar brauchen wir dafür noch spezielles Licht oder sonst was. Na gut, dann müssen wir gleich nochmal umkehren, wenn wir hier die letzten Bretter hergestellt haben. Aber schauen wir mal. So. Dann haben wir die Ahornbretter. Und wir sehen schon, hier wird es sehr neblig. Und deshalb kommen wir da nicht durch. Schade, schade. Aber okay, gut. Dann haben wir das zumindest ausgetestet und ich bin mal gespannt, wann wir dann da durchkommen. Aber gut. Okay, das heißt, wir kehren ja einmal um. Keine Ahnung. Nehmen einfach mal hier die Kisten mit. Das kann ja auf gar keinen Fall schaden. Und danach können wir ja mal hier hinfahren zum Sunspring-Platz, aber das fahren wir natürlich nicht selbst, sondern machen das über eine Bushaltestelle. Also nehmen wir danach diese hier. So. Und jetzt brauchen wir noch Aluminiumbarren. So, wie viel Aluminium haben wir? Oh, genug! Das macht mich gerade ein bisschen glücklich. So. Und das geht schön schnell. Das macht mich auch sehr glücklich. So, das sollte reichen. Das reicht. Perfekt. Oh, ist das schön. Und da sind wir auch schon bei der Kiste angekommen. Perfekt. Also einmal runter. Kiste öffnen. Was haben wir da drin? Jede Menge Gedöns. Cool. Ist hier noch irgendeine glitzernde Stelle? Oder eher nicht so? Das sieht nicht so aus. Nein, das sieht nicht so aus. Okay, dann haben wir diese Stelle hier erfolgreich hinter uns gebracht und machen weiter unsere wundervollen Aluminiumbarren. Es gibt kaum was Schöneres, als wenn man genug Ressourcen für seinen Kram hat. Perfekt. Ich weiß gar nicht, reicht das jetzt schon? Schauen wir mal. Wenigstens Beverlys Haus, das sollten wir auf jeden Fall schon bauen können. Das heißt, wir können uns dann auch demnächst schon unsere neue Seele an Bord holen. So. Bauen. Ach, das ist ja süß. Das ist ja voll niedlich. Ich glaube, das möchte ich hier hinbauen. So. Dann haben wir schon mal das. Und die Aufwertung. Nee, das war das Falsche. Hier wollte ich hin. Ja, das reicht. Perfekt. Und dann bauen wir uns auch mal diese Aufwertung. Haben wir sonst noch was zum Aufwerten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir haben das hier. Können wir eventuell hier irgendwie aufwerten? Nee, dafür fehlt uns noch der Bauplan. Ja, ich glaube, sonst hatten wir keine Aufwertungen für irgendwas. Wir können Felder aufwerten. Ach, dann wächst das Getreide schneller. Okay, cool. Da fehlt uns Leuchtgelee für. Und hier fehlt uns der Bauplan. Die Näherei haben den, genau, den Webstuhl haben wir schon verbessert.
Den zerkleinerer können wir nicht verbessern. Also noch nicht. Okay, ich glaube, das war's dann erstmal mit den für uns möglichen Verbesserungen aktuell. Aber das ist doch schon mal gar nicht so übel. So, und wir sind an der Bushaltestelle angekommen. Okay. Och Mann, es ist zu dunkel. Ich kann auch im Dunkeln nicht mit dem Bus fahren. Das finde ich doof. Aber gut, dann gehen wir erstmal schlafen und fahren dann eben am nächsten Morgen mit dem Bus. So. Ab ins Bettchen mit uns. So, das haben wir gemacht. Ich möchte aber, weil ich glaube, das schon sehr lange nicht mehr getan zu haben, endlich mal wieder ein paar neue Sachen kochen. So. Irgendwas Muscheliges mit Lauch. Keine Ahnung. So. Und dann fahren wir eben jetzt mit dem Bus. Und mein Reiseziel hat sich tatsächlich gerade geändert, denn jetzt haben wir ja Beverlys Haus gebaut. Das heißt, ich würde sie auch ganz gerne abholen. Hier auf der Insel war sie. Okay. Also fahren wir einmal ganz schnell dahin und reisen dann entsprechend weiter. Juhu! So. Nein. Da war ich mal wieder zu voreilig. Juhu. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das wirklich hier immer mittig platzieren muss, aber ich glaube ja. So. Perfekt. Dann können wir natürlich einmal hier die Glocke läuten. Und wir müssen ja auch noch unsere liebsten Leute einladen zum Essen. Und das können wir gleich in Angriff nehmen, wenn wir unsere Beverly abgeholt haben. Denn wirklich aufgestanden ist hier ja eh noch keiner, bis auf Astrid. Und die würde ich, glaube ich, auch wirklich gerne einladen. So, erstmal kriegt sie natürlich Essen. Kaffee? Ja, Kaffee. So. Atul möchte mich zum Abendessen einladen. Sicher doch. Ich sollte wohl kommen. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Na schön. Wenn ich hingehe, sollte ich eine Nudelsuppe essen. Es wird sicher unterhaltsam sein, mit allen zu reden. Oder auch nicht. Wir sehen uns dort, Wildfang. Nudelsuppe. Oh Gott. Na gut. Noch ist unser Herz sowieso in Benutzung. Deswegen schauen wir uns nachher oder später mal an, was wir für eine Nudelsuppe überhaupt brauchen. Ob wir das irgendwie überhaupt schon machen können oder ob uns wieder irgendetwas Wahnwitziges fehlt, was wir noch nicht einmal entdeckt haben. So. Beverly war... Genau, hier war sie. Zuckerschrote. Du hast was gemacht? Wie wundervoll. Ich bin total gespannt darauf, wie du mein altes Haus nachgebaut hast. Es wird nicht voller Erinnerungen sein, aber wir werden einfach ein paar neue erschaffen. Oh, Zuckerschrote, du hast dich wirklich ins Zeug gelegt. Aber was noch wichtiger ist, wie war es? Wie war Anthony? Hatte er immer noch diesen Flair? Dieses gewisse Etwas? Oh, weißt du was? Sag es mir nicht. Ich möchte ihn mir lieber selbst ansehen. Deine Beschreibung würde ihm nicht gerecht werden. Erinnerst du dich noch an meine alte Freundin Carol? Die mit den 4 Kindern, die den Autounfall hatte. Carol, sie hat immer von ihren Flammen erzählt. Redete einem das Ohr ab mit ihren griechischen Göttern. Aber letztlich sahen sie alle aus wie Sellerie und hatten eine schreckliche Haltung. Keiner war auch nur annähernd erwähnenswert. Carol hatte einfach den falschen Geschmack, wenn es um Männer ging. Ihr Ehemann war auch nicht so toll, wie sie überall herum erzählte. Aber genug von Carol und ihren miesen Entscheidungen. Wir sollten Anthony besuchen. Ich werde dich mitbringen, als Anstandsdame bei diesem kleinen Ausflug. Oh, wie schön. Wir haben eine neue Seele. Juhu. Das ist schön. Okay, dann möchte ich einmal natürlich noch gucken, was denn der Kollege hier zu verkaufen hat. Kaufen, verkaufen, kaufen.
Okay, ja, nö. Hier haben wir soweit alles von und... Okay. Schade, ich dachte, vielleicht hat er irgendwelche, ja, baulichen Dinger. So durchsichtiges Glas und so. Aber nein, schade. Dann müssen wir da noch rausfinden, wo wir das herkriegen. Ich bin gespannt und habe absolut keine Ahnung. Wir werden es aber hoffentlich herausfinden. So. Also wieder zurück auf unser Boot mit unserer neuen Seele, der Beverly. So. Dann begrüßen wir sie doch einmal ganz herzlich an Bord. Zuckerschote, geh nicht zu nah ran. Hier unten. Wow, das war spektakulär. So lebendig habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr gefühlt. Bevor wir uns auf ein kleines Abenteuer begeben, sollte ich mir dieses Haus ansehen. Oh mein Gott, ist die süß. Oh, ist die putzig. Okay, das ist wirklich niedlich. Okay, alle sind unglücklich. Warum? Sie hat keinen Grund. Er hat Hunger. Okay. So. So. Die beiden haben... Oh, die beiden sind auch am Verhungern. Die mögen doch... exotische Geschichten. Mögen sie das da? Ich hoffe ja. Ich glaube ja. Das ist doch gut. Gut. Und auch wenn sie es nicht zugeben wollen, natürlich mögen sie auch die Umarmungen. Wunderbärchen. Okay. Das war das. Dann müssen wir ihn haben wir versorgt. Genau, Atul muss, glaube ich, noch etwas zu essen bekommen. Oh. Er ist nicht glücklich. Er vermisst seine Familie. Ich vermisse, wie unser Haus vor einem großen Abendessen riecht. Ich weiß, dass ich nicht nach Hause zurück kann. Das ist einfach nicht möglich. Aber hier möchte ich auch nicht mehr sein. Mir ist klar, dass ich dann auch nicht mehr bei dir sein würde. Aber ich möchte eine Weile allein sein. Mir etwas Zeit für mich selbst nehmen. Vielleicht die Ruhe genießen, falls es überhaupt möglich ist. Danke, dass du mir zuhörst, Keimling. Ich weiß, dass ich manchmal schwer auszuhalten bin, aber ich möchte keinen Druck auf dich ausüben. Hoffentlich war das nicht zu viel für dich. Hey, nicht weglaufen. Sag mal, trickst du mich hier aus? Ich glaube, es hackt. So. Er kriegt trotzdem natürlich noch Essen und eine Umarmung, auch wenn er erstmal ein bisschen Abstand braucht. So. Ach ja, genau. Gustav müssen wir ja auch noch was zur Verpflegung geben. Ich weiß nicht, mag er Schalentiereintopf? Ja, gut. Und ich finde dieses riesige Regal in seinem Haus ziemlich cool, ehrlich gesagt. So. Die ist voll süß. Ist die süß. Was soll das sein? Das ist nicht mein altes Haus. Das ist eine Bruchbude. Hast du jemals ein Haus gesehen? Das sieht aus wie eine Kinderzeichnung von einem Haus. Als ob ein Hund es zusammengeschustert hätte. Soll das ein Witz sein, Stella? Falls ja, ist er nicht lustig. Es kränkt mich, dass du mich in diesen Dingen unterbringen möchtest. Dass du das für mein Zuhause hältst und das meiner Kinder und meines Manns. Wir hatten ein gemütliches kleines Bauernhaus. Natürlich war das lange, bevor ich in die Stadt gezogen bin und wir uns kennengelernt haben, aber... Das ist ja nur eine riesige Uhr voller Heu. Ich weiß, dass du dich sehr angestrengt hast. Aber das ist nicht das richtige Haus. Ich kann nicht darin wohnen. Ich kann nicht weiter mit dir reisen, vor allem nicht mit diesem Haus. Außerdem kann ich es einfach nicht glauben, dass Anthony dir die falschen Pläne gegeben hat. Ich muss zurück nach Oxbury. Gehen wir. Nein? Also wirklich nein. Finde ich jetzt nicht nett. Ach, das ist gemein. Das ist sehr gemein. Ich meine, wir stehen noch vor Oxbury, aber... Das finde ich nicht nett. Das finde ich gar nicht nett.
Die setzt sich echt wieder ins Boot. Na gut, dann fahren wir eben wieder zurück. Ich bin ja gespannt, was wir noch mit ihr machen müssen, damit sie bei uns bleibt. Aber das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Denn diese hier ist schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.